alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Und Lars Pramkamp pfeift die Partie an. Los geht's. Köln 2 gegen Düsseldorf 2. Wenn da der Gegner rankommt, nimmt das meistens ein schlechtes Ende. Aber die Kölner bekommen den Ball erst später. Jetzt aber über den Flügel. Bekommen sie den noch? Ja, Flanke kommt rein. Und der Kopfball auf das 1:0 für den ersten FC Köln in der 8. Spielminute. Wunderbar gemacht von Breuer, dem neuen Mann, über die linke Seite. Dann bekommt er ihn noch vor der Torauslinie, flankt ihn in die Mitte. Und dann gibt es da den Kopfball zum 1:0. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Breuer läuft den Ball gut und dann ist es der Spieler mit der Nummer 14, Tim Lemperle. Die Anweisung gibt und direkt die nächste Gelegenheit, wieder Lemperle, aber im Abseits. Aber im Abseits, der Ball ist zwar drin, aber das war eine Abseitsposition und auch richtig entschieden. Er muss abdrehen, weil Schmied ins Abseits gelaufen war, aber das eher kein Abseits. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit, jawohl, gute Gelegenheit für den ersten FC Köln durchschwirten. Über die andere Seite, Gerkens, Boczek. Köln steht da kompakt, wo ist die Lücke? Jetzt vielleicht Göckern mit der Gelegenheit und der Ausgleich aus dem Nichts. Fortuna Düsseldorf mit der ersten gefährlichen Szene in der 35. Spielminute mit dem 1:1 durch Mert Göckern. Eingewechselt, hat hier selbst den Ball, spielt ihn zu Brechmann, bekommt ihn zurück und dann zieht er ins lange Eck ab. Faust, da hätte der Kalonji bedienen können, wenn nicht sogar müssen. Der hätte da durchstarten können, hat er nicht gesehen. Oh, Göcker mit der Flanke und Seven! Verpasst ganz knapp. Strauch. Gut gemacht. Und die Abschlusschance, nicht schlecht, von Simon Breuer. Und jetzt Schmied. Im 1 gegen 1, zieht ab, aber nicht gefährlich genug, um Leon Klusmann zu überwinden. So richtig kam er nicht vorbei an Korsten. Lemperle mit der Hereingabe in den Rückraum. Traut er sich den Abschluss aus der Distanz zu? Nein, nochmal quergelegt. Jetzt der Schuss und gut pariert von Klusmann, der da den Arm hochnimmt. Eine Sache für Schwirten. An den zweiten Pfosten, da kommt Salger hin. Ball immer noch in der Luft. Jetzt der Fallrückzieher. Und so schlecht war der gar nicht. Dann aber doch ein Stück am Tor vorbei von Mittelstädt. Lemperle bekommt den Ball. Sucht den Abschluss, bringt den Ball in die Mitte und der Pfosten. Oh, die Idee ist gut. Mittelstädt, kann er sich da durchsetzen? Ja, und das 2:1 für den ersten FC Köln. Hendrik Mittelstädt, der Joker trifft. Schauen wir es uns nochmal in der Wiederholung an. Spielt den Ball da selbst zu Schwirten, bekommt ihn zurück und setzt ihn dann ins lange Eck. Und noch ist Klusmann nicht im Tor, deswegen der lange Schlag von Urbich. Er kommt an bei Fadeev. Fadeev in die Mitte, Schwirten 3:1. Die Entscheidung, der erste FC Köln feiert seinen ersten Saisonsieg an Spieltag Nummer 6. Der netzt das Ding ein. Da ist es eine 3-gegen-1 Situation, 3-gegen-2. Die Düsseldorfer eilen zurück. Und dann Schwirten, der den Ball im Tor unterbringt. Und es ist Schluss. Feierabend im Franz-Krämer-Stadion.
Die Zweitvertretung des 1. FC Köln schlägt die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf mit 3:1 und feiert so hochoffiziell den ersten Saisonsieg. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.